Polizeioberkommissar Dennis Mann und sein Kollege Michael Weber folgen dem Notruf einer jungen Frau nach Köln-Port. Deren Vermieterin steckt in der Bredouille. Sie ist gefesselt. Guten Tag. Sind Sie Frau Sonntag? Richtig, Mann, mein Name. Sonntag. Hallo. Was ist passiert? Hallo. Soll ich es Ihnen umerklären erstmal? Wo ist denn die Dame? Dass meine Vermieterin erstmal befreit wird. Ach, die ist noch nicht? Nee, ich habe es nicht abbekommen, deswegen habe ich sie angerufen. Okay, gut. Gucken wir uns mal an. Ja, bitte. Ihre Vermieterin ist das? Richtig, meine Vermieterin. Ich kam heute selber von der Arbeit und habe es dann so vorgefunden. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie denn gemacht? Wollten Sie die Heizung kontrollieren? Ja, war es nicht. Also, was man heutzutage erlebt mit den Mietern und Wohnungssuchenden, ist es so peinlich, unangenehm. Ja, was machen Sie denn hier in der Wohnung, wenn Ihre... Ich bin so froh, dass die Lucia mich hier jetzt so gefunden hat. Und, ist das so unangenehm. Dankeschön, Lucia. Nicht zu danken, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, danke. Ja, haben Sie schon gesagt. Aber was machen Sie denn hier, wenn Ihre ich hatte heute Mieterin nicht da ist? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, die Knie tun wahrscheinlich erstmal weh, ne? Das geht, wollen Sie mal aufstehen? Dankeschön. Ja, okay. Alles. Ach, dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte die Wohnung heute vermieten, sprich den Mietvertrag fertig machen und Also sieht sie, entschuldige, muss mal, sieht sie ihn aus? Genau. Und genau. Hier sollen jetzt neue Mieter rein. Genau, ich bin die Vermieterin, hier sollten neue einziehen. Und das aber mit Ihrem Einverständnis? Genau, dass die Vermieterin Es geht darum, die Wohnung, also ich wohne hier noch drin. Sie sehen ja, ich bin gerade mit einem Umzug, also ich bin mit meinem Freund zusammen. Und dadurch, dass ich halt mit der Arbeit, also von der Arbeit her etwas eingeschränkt bin, hat meine Vermieterin sich bereit dazu erklärt, dass sie eben diese Wohnungsbesichtigungen durchführen würde. Ja, worauf müssen Sie auch nicht dabei sein. Es geht nur um Ihr Einverständnis. Genau, richtig. Ja, und dann dieses, blöde Pärchen, wer war das die jetzt die Wohnung hier? Wer hat haben wollte, die sind auf einmal hier aufgetaucht und dann... wollten die mit Gewalt, dass sie die Wohnung kriegen. Ich hatte denen nochmal abgesagt, nachdem ich erst mündlich zugesagt habe. Und, aber Sie haben jemand anders die Wohnung gezeigt oder kam der erst gar mehreren nicht? Mehreren Leuten habe ich die Wohnung gezeigt. Okay, so, und dann kam das Pärchen, denen hatten sie die Wohnung zugesagt. Mündlich, genau. Und die hatten heute auch einen Termin eigentlich. Nein, ich habe denen eine E-Mail geschrieben, dass es nicht dazu kommt, weil ich mich anders entschieden habe. Auf einmal standen die hier. Ja, aber Sie haben sich schon entschieden und denen haben wir schon abgesagt? Ich hatte denen mündlich zugesagt. Und Sie haben jetzt noch Termine. Ja, da sind die Iren. Ja, da, ach, da kommen sie gerade, da unten. Da. Die waren das. Die haben mich hier festgemacht. Ja, komm, dann gehen wir mal runter. Die beiden Iren. Die waren das. Die Polizisten können kaum glauben, dass das Paar die Vermieterin erst gefesselt hat und dann in aller Seelenruhe zum Tatort zurückkehrt. Moin. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hi. Mit wem haben Sie zu tun? Mit wem? Was machen Sie denn hier? Ja, gute Frage. Was machen Sie denn hier? Wir sind die Heidebrands. Wir wollen hier neu einziehen. Jawohl. Ja, okay. Sie waren aber schon in der Wohnung, ne? Wir waren schon in der Wohnung, ja. Okay, und haben Sie die Vermieterin dann an der Heizung gefesselt? Ja oder nein? Die beiden, die waren das. Okay. Die müssen ja ihre sein. Das ist ja nicht normal. Also zu welchen Mitteln man heutzutage greift, um an eine Wohnung zu kommen? Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Ja, ja, war vielleicht ein klein bisschen übertrieben. Nein, ich gebe zu. Kommen Sie darauf? Nein. Das ist ja normal heutzutage, oder? Sie wissen, wie der Wohnungsmarkt hier ist in Köln, ne? Schwierig, ja. Wir suchen jetzt schon seit 5 Monaten eine wirklich, Wohnung. Wir waren nur kurz 10 Minuten weg. Also ich meine, Sie wollten, dass die Vermieterin nicht weggeht, oder was? Wie bitte? Sie wollten, dass die Vermieterin nicht weggeht aus der Wohnung, oder was? Haben Sie schon Schlüssel für die Wohnung? Wir haben einen Vorvertrag für die Wohnung. Und wir haben hier die olle Couch, die haben wir auch schon gekauft. Da haben wir 1500 Euro Ablöse für bezahlt. Das stimmt doch alles gar nicht. Vorvertrag gab es nicht. Ich hatte Ihnen mündlich zugesagt. Ja, aber die Couch, die haben wir schon gekauft. Die E-Mail auch abgesagt. Ich weiß gar nicht, warum Sie mir erscheinen. Also da haben wir keine bekommen. Wir haben keine E-Mail bekommen. Ja, davon weiß ich jetzt gar nichts. Ja, natürlich haben wir die. Ich habe in der Zeit anders entschieden. Und also für mich zum Verständnis, Sie gehen allen Ernstes davon aus, wenn Sie Vermieterin in der Wohnung fesseln, dass Sie in der Wohnung bleiben dürfen danach. Nur so für mich zum Verständnis. Es war so ein kleiner Denkanstoß. Vielleicht war es ein bisschen überzogen. Okay, gebe ich zu. Aber wir waren 10 Minuten kurz weg. Wenn Ihr Arbeitgeber nicht möchte, dass Sie eine Mittagspause machen, dann fesselt der Sie auch an irgendein Gerät und sagt, Sie machen jetzt keine Mittagspause. Und wenn der wiederkommt, sind Sie zufrieden, dass er diese wieder abmacht. Ne? Ja, das ist super. Macht man heutzutage so. Machen wir eigentlich ständig so. Ne? Deswegen haben wir die auch dabei. Polizeihauptkommissar Michael Weber macht dem Paar klar, dass es eine Freiheitsberaubung und eine Nötigung begangen hat. Das nehmen die Eheleute allerdings gelassen hin. Na, wo wollen Sie jetzt damit hin? Haben Sie das jetzt aus der Wohnung geholt? Keller einräumen. Ja, das können Sie sich ja wohl abschminken. Also die Wohnung bekommen Sie wohl nicht mehr. Also die Vermieterin hat uns ganz klar gesagt, die hatte mit Ihnen einen Vorvertrag, mündlich.
und hat Ihnen die Wohnung zugesagt. So. Das hat sie aber revidiert, indem sie Ihnen eine E-Mail geschrieben hat. Die E-Mail können Sie uns sicherlich zeigen. So. Eine E-Mail geschickt hat, wo sie sie benachrichtigt, dass sie sich anderweitig entschieden hat und dementsprechend sie halt die Wohnung leider nicht bekommen. Auch wenn sie schon 5 Monate suchen. Es ist bedauerlich, aber es ist halt so. Ja? Deswegen, also wie gesagt, bei uns ist keine E-Mail angekommen. Gut, aber dann wird die Vermieterin Ihnen jetzt sagen, dass sie sich leider umentschieden hat. Und das wird sie Ihnen ja schon in der Wohnung gesagt haben, sonst hätten Sie nicht gefesselt, oder? Haben Sie in der Wohnung denen schon mitgeteilt, dass Sie die Wohnung nicht bekommen? Ja, natürlich. Ja. Ich war ja verwundert, dass Sie auf einmal wieder in der Wohnung standen. Was ist jetzt daran nicht zu verstehen? Verstehe ich nicht. Ist das zu schwer? War da eine andere Sprache oder was? Sprechen Sie noch andere Sprachen oder nur Deutsch? Ja, aber ich habe heute nur Deutsch gesprochen. Wir haben heute nur Deutsch gehört. Das war nur Deutsch, das war vor einer Viertelstunde. Wir haben überlegt, vielleicht ändert sich ja noch mal Ihre Meinung. Vielleicht. Stimmt, ja, natürlich, die ändert noch Ihre Meinung. Haben Sie die Handfesseln mitgebracht oder lagen die von Ihnen zufällig in der Wohnung? Nee. Haben Sie die extra mit, also dann sind Sie ja schon mit der Absicht hingekommen, irgendwen irgendwo ranzufesseln. Die hatten wir schon in den Kartons, das waren Plüschhandschellen. Also keine. Sie müssen ja die E-Mail doch bekommen haben, weil das war ja jetzt wie Vorsatz, wenn man mit Handschellen schon kommt. Also können Sie mir ja nicht sagen, dass da nichts angekommen ist bei Ihnen. Sie können gerne auf dem zivilrechtlichen Weg das Ganze dann klären. Also die Wohnung werden Sie nicht bekommen. Sie kriegen jetzt von uns auch hier einen Platzverweis, dass Sie die Wohnung heute nicht mehr betreten, auch das Grundstück nicht betreten. Sie sind auf jeden Fall jetzt nicht der Mieter der Wohnung. Wenn Sie noch irgendwas an Krempel haben, können wir das gerne rausholen. Ansonsten haben Sie schon was in die Wohnung gebracht? Nee. Gut, also das wäre das Erste. Was ist mit der Couch? Die haben Sie gekauft? Die Couch, die haben wir gekauft, aber die wollten wir sowieso wegwerfen. Die Couch gehört Ihnen. Aha. Bitte? Was ist jetzt mit der Couch? Entschuldigung, habe ich jetzt nicht verstanden. Haben wir von den Vormietern übernommen. Also die Couch gehört mir. Die sollte noch auf den Sperrmüll gebracht werden. Okay, und Sie haben die Couch aber abgekauft von Ihnen? Für 1.000, wie viel haben Sie bezahlt? Von der Hausverwaltung haben wir die abgekauft. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Also die schmeißen die auf den Sperrmüll und die kriegen 1.500 Euro? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Nee, Sie kriegt 1.000. Sie haben die verkauft, oder was? Die bezahlt, ja. Nee. Wie, die haben die bezahlt? Nein, eigentlich nicht, haben die nicht, nein. Bitte, das erfindet man nicht so. Die lügen. Siehst du, was das für Leute sind? Die ja, also das war ja, das war ja, also mit der Couch war ja noch, ohne dass die mit irgendwas konfrontiert worden sind. Ja, zeig wir haben hier auch eine Quittung, wir können das sogar auch noch belegen. Ja. Die Beamten sind sicher, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn warum sollte das Paar eine schäbige Couch für 1.500 Euro kaufen, wenn es sie direkt auf den Sperrmüll wirft? Ja, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die sieht doch super aus. Also ich biete Ihnen 1.800, das ist ein Einzelstück. Kriegen Sie nie wieder. Nee, ich sag mal ganz ehrlich, also das ist wirklich was für ein Sperrmüll. Ja, da würde ich, ja keine 100 Euro für ausgeben, noch niemals 1 Euro. Ich würde die Leute noch bezahlen, die sie mir aus der Wohnung, tragen. So, jetzt an Sie. Ich vermute, das war so ein kleines Druckmittel, um noch ein paar Euro rauszuholen. Dass sie gesagt haben, also wenn sie die Couch noch mitnehmen und mitkaufen, dann steigt ihre Chance, die Wohnung zu bekommen. Jetzt haben die bezahlt. Und warum haben sie die Wohnung jetzt an jemand anders gegeben? An wen haben sie denn überhaupt? Ich hatte so das Gefühl, die Chemie passt da einfach besser. Die Chemie passt besser? Ja. Okay, dann ist ja ihre Entscheidung. Der junge Mann war mir ein bisschen sympathischer als die beiden. Ist, das ist aber ihre Wohnung. Immerhin haben die beiden schon eine Anzahlung geleistet. Also es war Teil der Wohnung. Ja, da müsst ihr gucken, dass sie das Geld wieder kriegen, wenn sie Couch nicht haben wollen. Natürlich. Ne? Ja, haben sie das Geld dabei? Das könnte ich gleich holen. Ja, dann machen wir das nämlich direkt vor Ort. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Ja, dann kriegen die Herren ihr Geld wieder und dann ist das in Ordnung. Guten Tag. Meinte Gregor, mein Name, ich komme unter vier Augen. Hallo, bleiben Sie mal hier. Wir kommen gleich wieder. Komm, wer sind Sie denn? Ich bin Meinte Gregor, ich komme den Mietvertrag unterzeichnen. Ach, das ist der neue Mieter. Sie haben sich den jungen Herrn ausgesucht. Nicht wirklich, nein, nicht freiwillig. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich meine, sagen Sie es doch einfach. Ich bin erpresst worden von ihm. Von ihm? Ja. Warum? Wissen Sie gar nichts von? Das weiß ich gar nicht. Er hat sich die Wohnung angesehen, da waren mehrere an dem Tag und naja, auf einmal bin ich abends von ihm angerufen worden. Er hätte da sich in mein Handy gehackt und hat da halt was gesehen, was er nicht sehen sollte und hat auch Bilder von mir. Und mein Mann darf das nicht erfahren. Und dadurch konnte ich den beiden auch die Wohnung nicht geben. Ich bin gerade. Wo wohnen Sie denn jetzt? Also ich bin jetzt momentan obdachlos. Also, wohnungslos. Keinen festen Wohnsitz. Nein, keinen festen Wohnsitz. Michael Weber entdeckt den Ausdruck eines Screenshots, der den Chatverlauf der Vermieterin zeigt. Es wird klar, dass sie ihren Mann betrügt. Sogar anzügliche Bilder hat sich der Erpresser ergaunert. Ja, ich verstehe nicht. Sie wollen nicht, was erklären. Das jetzt? Was erklären Sie jetzt? Ja, ich sag. Wir haben die Wohnung bekommen, weil sie jemanden erpresst haben. Verstehen Sie das? Sie sind doch Student, oder? Da muss ich doch so viel ID und IQ voraussetzen, dass Sie verstehen, wenn Sie jemanden erpressen,
dass Sie hier dann die Wohnung nicht normal bekommen haben über den normalen Wohnungsmarkt. Ich muss Ihnen was gestehen, ich habe das schon getan. Wieder? Ich habe das getan. Ja, ich habe es getan. Ja. Ich habe Sie erpresst, damit ich die Wohnung bekomme. Schreien Sie mir nicht an und sagen Sie Arschloch zu mir. Ja, aber unter normalen Umständen hätte ich Ihnen die Wohnung ja gar nicht gegeben. Die war ja auch schon mündlich vergeben. Der Wohnungslose hatte das Handy der Vermieterin während der Wohnungsbesichtigung gehackt. Dafür muss er sich verantworten. Aber auch das Ehepaar hat einiges zu erwarten. Kurze Sache. Sie und Sie, Strafanzeige habe ich Ihnen eben erläutert, warum, wieso, weshalb. Ja, Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung. Ne? So, Sie, Schrank wieder einpacken, Abmarsch, auf Wiedersehen. Sie gehen jetzt rauf, holen das Geld, zahlen die aus, solange bleiben wir noch hier, bis sie das Geld wieder haben. Dann ist die Sache wenigstens hier schon mal geregelt. Alles Weitere läuft sowieso vor Gericht. Ja? Wir zahlen Ihnen noch mehr für die Couch. Nein, brauchen Sie nicht. Ist alles in Ordnung. Sie bekommen die Wohnung nicht mehr. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Nach der Fesselaktion glaube ich das auch nicht. So, Sie können schon mal hochgehen. Nehmen Sie Ihre Tasche mit, sonst ist sie gleich weg. Ja. Ne, so lange warten wir noch, bis sie wieder runterkommt. Das Geld zurückzahlt. Dann ist das vom Tisch. Schriftlich machen wir das sowieso auf der Dienststelle. Zivilrechtlich.